Dank. Schön, seid ihr da. Danke schön. Nehmen Platz. Danke. Ihr nennt euch Futurist, das heisst, wie unterscheiden sich eure Prognosen vom Kaffeesatzlesen? Ich hoffe, sie sind realistischer. Also als Futurist beobachte ich, was um mich herum passiert, was in den nächsten 5 Jahren kommt und was wahrscheinlich ist, dass die Welt verändert, dass wir uns darauf vorbereiten können. Also es ist nicht Voraussage, sondern Analyse oder Beobachten oder Spüren einfach. Wie wird man Futurist? Ihr seid doch eigentlich von Haus aus Musiker gewesen. Ich war Musiker und dann war ich auf dem Internet als Internet-Entrepreneur in San Francisco in der ganzen Internetzeit. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, Die Zukunft der Musik. Und dann hat jeder gesagt, du bist ein Zukunftsmensch, ja, ein Futurist, also auf Englisch Futurist. Ja. Und dann bin ich da hineingefallen und habe gemerkt, dass ich eine Gabe habe, das ein bisschen vorauszusehen, ein bisschen mehr als die meisten. Also tauchen wir miteinander in die Zukunft. Gehen uns Menschen in Zukunft geht uns Bütz aus, weil die Maschinen, die Roboter das viel besser machen als wir? Also ich glaube, es ist eigentlich klar, dass Software und Maschinen und Roboter viele Jobs übernehmen werden, wie zum Beispiel der Checkout im Supermarkt oder Buchhaltung oder triviale Jobs von Einordnen und solchen Dingen. Aber ich glaube, was da passiert, ist, dass wir eigentlich wieder mehr Mensch sein können. Wir können also wieder die Jobs machen, die uns eigentlich braucht, nicht diese robotermäßigen Jobs vielleicht. Also mehr Jobs wie zum Beispiel Therapie, wie zum Beispiel Design, wie Verhandlungen, also menschliche Jobs. Mhm. Aber trotzdem verändert Technologie unsere Zukunft im Guten oder auch im Bösen? Es hat ja immer zwei Seiten, so eine Medaille. Das ist die sogenannte Himmelhölle, die man dazu sagt. Also Technologie hat sicherlich beide Seiten. Das ist so, als wenn Sie sagen, nukleare Energie kann wahrscheinlich sehr schlecht sein oder vielleicht auch sehr gut, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Bei Technologie haben wir natürlich auch Dinge wie zum Beispiel Suchtbildung oder eben, dass wir unser Gehirn transferieren in diese mobilen Geräte. Das sind viele Dinge, die also schlecht sind, aber auch sehr viele, die sehr gut sind. Ja? Dass wir Zeit sparen, dass wir effizienter sein können, dass wir Energie besser regeln können. Diese ganzen Dinge sind sehr positiv. Sie sagen, dass man süchtig werden kann, braucht es schon gleich mal Suchttherapeuten für Internetsüchtige? Gibt es schon, ja. Also das ist schon ziemlich verbreitet. Also in Korea gibt es 46 Kliniken. Ich habe mal eine besucht, aber nicht als Gast, sondern als Besucher. 46 Kliniken nur dafür für Internet- und Spielsucht. Also hauptsächlich halt Gaming. Ja? Aber das ist sehr eng mit dem Internet verknüpft. Also ich glaube, da sicherlich auch eine Gefahr besteht, dass wir zu viel unsere Wünsche auslagern und schauen, wo wir jetzt essen sollen bei TripAdvisor, wo wir hingehen sollen heute Abend, wer heute Abend wo ist, dass wir zu sehr uns darauf verlagern. Das ist schon eine Gefahr auch. Mhm. Der hat ein bisschen angetönt, was für Berufe wahrscheinlich verloren gehen. Also man merkt es ja schon im Shoppingcenter, man macht seine Kasse Bons selber, indem dass man jetzt nicht zur Kassiererin geht, sondern in einen Automat. Was für Berufe sind denn auch noch gefährdet? Also ich würde sagen, alles, was automatisiert werden kann, wird automatisiert. Ja, das ist eine Art von digitaler Darwinismus, könnte man sagen. Zum Beispiel im Flughafen sehen wir jetzt nicht mehr die Leute, die uns das Gepäck abnehmen, sondern da ist ein großes Loch, da stecke ich meinen Koffer rein und dann kommt das Ding raus und dann gehe ich weg. Ja. Und das wird Stück für Stück passieren für Buchhalter zum Beispiel, wo ich alles in den Scanner stecke und dann der wird das zuordnen und dann brauche ich meinen Buchhalter nur noch für den oberen Teil von diesem Job. Ja. Also das heisst, mit anderen Worten, wir müssen noch ganz andere Fähigkeiten uns aneignen, damit wir in den nächsten 10, 15 Jahren noch Chancen haben, einen Job zu finden. Also ich würde jetzt meinen Kindern nicht empfehlen, Taxifahrer oder Buchhalter oder Finanzanalyst zu werden, weil das wird früher oder später, wenn das Maschinen übernehmen. Da entstehen natürlich auch wieder neue Jobs, ne? Zum Beispiel die Maschinen eben warten oder programmieren. Ja? Aber auch eine ganz Verschiebung zum Menschlichen hin, dass man zwischen den Zeilen lesen kann. Eine Software kann einen Artikel schreiben, aber die Software hat keine Meinung. Das heißt, also, wir haben schon auch neue Chancen wieder eigentlich. Also etwas kann man uns nicht stellen, wahrscheinlich der Humor. Ich habe noch nie eine Maschine gesehen, die lustig ist. Daran arbeitet man sehr hart. Ja? Effektiv. Ja, also IBM arbeitet daran, dass Maschinen Witze verstehen. Mhm. Das Problem taucht dann wirklich auf, wenn die Maschinen sozial intelligent werden. Dann könnten sie vielleicht darauf zurückgreifen, dass sie uns eigentlich nicht mehr brauchen. Das ist eine Gefahr, die man oft in Science-Fiction-Filmen auch sieht, ja, die auch nicht ganz unrealistisch in den nächsten 50 Jahren ist. Besteht Gefahr, dass wir uns auch in Roboter verlieben?
Da gibt es ja schon diverse Filme darüber. Also ich denke schon, also wenn man sieht, wie manche heute schon verliebt in ihre mobilen Geräte sind, dann ist der Schritt ja nicht das weiter. Das sehen wir eigentlich im Alltag. Ja. Niemand mehr schaut sich in die Augen, sondern schleckert sozusagen sein iPhone ab. Also es gibt ja in China zum Beispiel, gibt in den Städten bereits Spuren für Fußgänger, die mit dem Handy unterwegs sind. So. Mhm. Während die anderen, die nicht, die dürfen auf dieser Spur gehen. Weil Leute so verliebt in die Benutzung sind. Ja. Wo muss man aufpassen, dass man jetzt nicht plötzlich so in den Kanal hineinkommt, dass man eigentlich nicht mehr kommuniziert mit Menschen, sondern nur noch mit Apparaten? Wo bestehen wirklich jetzt die konkreten Gefahren im Alltag? Also konkrete Gefahr besteht eben in dieser Digitalisierung der menschlichen Beziehungen. Ja? Dass man jetzt sagt zum Beispiel, es ist mir wichtiger, den Leuten das Bild zu teilen von meinem Abendessen auf Instagram oder sowas, als wirklich mit den Leuten tatsächlich vor Ort zu essen. Mhm. Also ich verbringe mehr Zeit damit, meine digitalen Dinge zu teilen, als mit den Leuten, wo ich wirklich bin. Das sind alle die, wo, wenn es Teller kommt, sofort fotografieren und damit beschäftigen sind. In der Zwischenzeit wird es kalt, dass sie es ihren nächsten Freunden können schicken können. Das wär's vermeiden. Wie kann man das lernen? Ich glaube, das ist eine, sagen wir mal so, es ist ein bisschen wie Alkohol oder sowas. Ja? Wenn man abends mal einen Wein trinkt oder so, ist wahrscheinlich okay. Aber morgens zum Frühstück eine ganze Flasche ist nicht so gut. Ja? Also es geht nicht um Ja oder Nein, sondern es geht um eine Balance oder auch um eine Möglichkeit zu finden, zu sagen, heute nicht und morgen schon oder mal ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Aber das müssen wir wirklich noch üben, da sind wir noch nicht ganz da. Wir offenbaren, und das ist ja auch eine Zukunftsvision, unsere Daten in einer unglaublichen Art und Weise. Also jede Cumulus-Karte weiss mehr über mich als ich über mich selber. Wie kann man sich vor solchen Sachen schützen? Also das Sprichwort ist eigentlich, Google kennt mich besser als meine Frau. Mhm. Und das ist auch wirklich, das ist wahr. Nach 7 Jahren, wo man unterwegs ist auf Google, kennt Google eigentlich alles, was ich normalerweise gar nicht ausdrücken würde. Ja? Und ich glaube, was da passieren muss, ist, dass wir andere Rahmenbedingungen schaffen, also Sozialkontrakt, was mit den Daten passieren darf, ein besserer Schutz. Muss das der Staat machen oder müssen wir da selber auch ein bisschen disziplinierter damit umgehen? Ich denke schon, dass wir auch disziplinierter sein müssen, aber ich glaube, die Technologie ist so so convenient, so gut und so, hat so viel Macht für uns, dass wir eigentlich selber nicht in der Lage sind zu sagen, jetzt mache ich es aus oder sowas oder ich mache es gar nicht. Ich denke schon, dass da auch der Staat gefragt ist, auch Politik gefragt ist, zu sagen, die Daten dürfen nur für das verwendet werden und nicht für das. Und wir können uns so einen Daten-GAU wie letztes Jahr mit Snowden, NSA und so, können wir uns einfach in der Zukunft nicht mehr leisten. Muss ich überhaupt noch Fremdsprache lernen mit all den Möglichkeiten, die man heutzutage hat? Ja, das ist, glaube ich, eine von den vielen Fragen, die uns beschäftigt. Also ich denke, wenn man Apps nimmt auf seinem Phone und dann, man kann live übersetzen, man spricht da hinein, das kommt raus. Also das gibt es bereits? Das gibt es bereits, ja. Man kann eine App abladen und ich kann sagen, jetzt bin ich gerade in Korea, jetzt muss ich auf Chinesisch sagen, ich möchte gerne eine Fischsuppe haben. Genau, das gibt es bereits, ja. Und dann sage ich, das ist iPhone und dann kann ich dem Kellner das entgegen haben. Man kann sich tatsächlich virtuell unterhalten, also japanische Antwort auf Deutsch hören und anders. Schweizerdeutsch ist schwierig, natürlich mit der App, aber jede andere Sprache geht und das funktioniert hervorragend. Und viele Kids sagen schon heutzutage, ja, warum lerne ich denn Sprachen? Ich kann ja mit meiner japanischen Freundin auch durch die App reden. Ja? Mhm. Das Gleiche kommt auch dann auf uns zu, wenn wir sagen, ich brauche nicht mehr zu schreiben, weil ich kann mit dem Computer reden. Ich brauche nicht tippen oder schreiben, sondern ich mache alles per Voice Control. Werden wir wieder Analphabeten in Zukunft? Ich bin da eher positiv. Ich glaube nicht, dass unser Gehirn reagiert nicht so auf Lesen wie auf einem Bildschirm wie von einem Buch. Und unser Gehirn braucht das Schreiben lernen, um die Entwicklung des Gehirns nach vorne zu treiben. Und ich glaube, da ist auch genau die Ergänzung, wo wir sagen, irgendwann muss auch mal gesagt werden, es ist zwar möglich, dass man nicht mehr schreibt, aber wahrscheinlich keine gute Idee. Das hoffen wir, dass das möglichst viele Leute einsehen. Sieht man auch schon eine Gegenbewegung? Also ich schreibe immer wieder mit grossem Vergnügen mit einem Füllfederhalter Briefe. Und das löst also Erdbeben aus beim Empfänger, weil sie sagen, ich habe seit 10 Jahren keinen Brief mehr bekommen, du schreibst von Hang. Ich kann nicht mehr von Hang schreiben. Gibt es da vielleicht wieder so eine Gegenbewegung? Also es gibt diese Bewegung von D-Tech, sagt man dazu, also aus der Technik rauszugehen. Und auch offline ist der neue Luxus. Ja, es gibt bereits Hotels, die das garantieren, dass ich nicht aufs Internet kann und dass das Handy nicht geht, auch vor allem in der Schweiz, das sehr populär. Sparmaßnahmen, ja, aber vielleicht gar nicht so Ich glaube nicht, dass es wirklich ein
ein globaler Trend ist, wo man sagen kann, das werden die meisten machen. Weil wir müssen, das Internet ist wie Wasser. Also wenn ich jetzt keinen Strom hätte oder kein Wasser, dann wäre es auch nicht so gut. Aber wenn ich zu viel Strom habe oder Wasser, ist auch nicht gut. Das heißt, wir müssen einfach einen Kompromiss finden. Die Abhängigkeit vom Strom, wenn wir schon bei dem sind, die wird total. Ein Stromausfall führt zu einem völligen Zusammenbruch unserer Gesellschaft. Gibt es da jetzt schon Methoden, wie man dem entgehen könnte? Ja, also da arbeiten viele Leute dran. Aber ich glaube, dass die Abhängigkeit von digitalen Geräten massiv steigen wird. Und da müssen wir Möglichkeiten finden, wie wir eine Art von Backup haben. Ja? Zum Beispiel, neulich war ich in Afrika und da wollte ich etwas nachsehen mit meinem Sohn kommunizieren über eine App. Ja? Und kein Internet. Das darf doch nicht wahr sein. Ich existiere nicht, weil ich kann nicht online gehen. Und ich glaube, das wird nach einer Weile auch ein Problem geben, natürlich. Wie genau verhalte ich mich da und was bedeutet das? Letztendlich, das ist so ein bisschen für mich die Konklusion, muss jeder selber wissen, wie weit er gehen will und wie weit er seine Selbstständigkeit und Unabhängigkeit bewahren will, um in dieser neuen technologischen Welt, die viele Vorteile bietet, auch noch als Mensch zu bestehen. Und zum Beispiel, wie ich jetzt euch in die Augen schaue. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Leonhard, vielen herzlichen Dank. Dankeschön. Alles Gute. Schönen Abend. Danke.